Jo, schönen guten Morgen. Wir haben kurz vor 9:30 und der Servicetechniker ist unterwegs. Am Tag 1, nachdem Italien Europameister wurde. Und ja, war ja ein unglaubliches Elfmeterschießen. Also ein richtiger Thriller. Aber ja, also ich finde schon zu Recht ist Italien Europameister geworden. Haben sehr konstant gespielt während der EM. Und haben es auf jeden Fall verdient. Nicht nur, weil ich halber Italiener bin, sondern ja, weil es einfach irgendwo dann schon gerecht war. Ja, ich bin jetzt unterwegs zu meiner ersten Störung nach Stockach und brauche jetzt ca. 25-30 Minuten. So, mittlerweile bin ich in Stockach angekommen, habe jetzt auch schon meinen Schlüssel geholt für den ÜVT und fahre jetzt in den ÜVT wegen einer DSL-Störung. Baugruppe liegt auch hinten drin für alle Fälle. Ne? Also erstmal schauen, was Sache ist. Ich stehe vom HVT in Stockach bei schönem Wetter, ja, so knapp 20 Grad rum, Sonne scheint, also alles soweit im grünen Bereich. So, ich bin angekommen im ÜVT in Stockach, also der ist auch relativ überschaubar. Und jetzt holen wir mal die Kundenbord, klemme ich mal drauf und schau mal, ob da wirklich ein Problem vorliegt. Jo, nachdem ich jetzt hier mal den DTAC-Port überprüft habe, ja, das ist praktisch der letzte Punkt von hier, der praktisch zur Telekom dann rüber geht auf die Teilnehmeranzeigung, also zum Kunden raus, habe ich jetzt auch mal den direkten Netzbetreiber-Port hier geprüft und ja, also hier ist absolut tote Hose und jetzt werde ich mal die Baugruppe tauschen. Ich stehe vor dem entsprechenden Netzelement und ja, das muss die Karte 6 muss da wohl einen Schuss haben, und zwar die hier, die Linecard mit 48 DSL Teilnehmern, und ja, da drücke ich jetzt mal eine neue rein. Jo, die neue Linecard ist drin und die bootet jetzt, und hier ist die alte, die ich gerade rausgezogen habe, und ja, ich sage es immer wieder, so ein Linecard-Tausch muss fix gehen, weil in der Zeit, wo ich die umbaue, sind 48 Teilnehmer down, ne? Deshalb muss es immer ein bisschen zügig vonstatten gehen. Mittlerweile trainiert der Prüfhörer, und jetzt gehe ich mal davon aus, dass es den gleich wieder synchron wird. Ist ein reiner ADSL-Anschluss, so um die 10.000, glaube ich. Ich bin noch nach wie vor auf dem Netzbetreiberport, aber Prüfhörer ist jetzt synchron, und ja, das ist ein relativ langsamer ADSL-Anschluss. Und jetzt gehe ich noch auf den DTAC-Port, schaue, ob zur Telekom alles rüber geht ordentlich, und dann ist erledigt. Mittlerweile ist alles in Ordnung, wir haben ein paar Messungen gemacht mit dem Netzbetreiber, also sieht alles gut aus. Ja, wer sich wundert, warum der Kunde hier nur so knapp 11.000 Kilobits hat, ganz einfach, die Leitungslänge zum Kunden sind ca. 3 Kilometer, und dann wird ein Port einfach ein bisschen runtergestuft von der Geschwindigkeit zugunsten der Stabilität der Leitung. Ne? Genau. Ah, herrlich. Jo, jetzt bin ich fertig hier. Muss noch ein bisschen rumtelefonieren, ja, muss noch ein paar Aufträge zusammen betteln. Weil es sieht schon wieder echt relativ schwach aus diese Woche. Ah, Kollege von Telekom. Ja, an der Stelle noch liebe Grüße nach Berlin zum Darko, der im Krankenhaus ist. Ich habe aber immer noch nicht mitbekommen, warum und wieso. Kannst du dir mal melden, Darko? Vielleicht können wir mal einen Talk machen am Sonntag, falls du da immer noch liegst und in der Lage bist, mit mir ein bisschen zu quatschen. Darko ist auch ein Dienstleister aus Berlin, und auf jeden Fall gute Besserung aus dem
Südwesten nach Berlin, lieber Darko. Ne? Ja, ich habe den Schlüssel weggebracht, mir noch was zum Essen geholt. Ja, jetzt fahre ich nochmal nach Zingen am Hohen Twil. Ich habe es ja gestern beim Brötchenhol-Livestream schon gesagt, dass diese Batteriestörung wieder kam, bei der ich schon am Freitag war. Und ja, jetzt werde ich es dann wohl an den Hersteller weitergeben. Ne? Also brauche ich jetzt ca. 20 Minuten. Mittlerweile sind die Pfützen etwas ausgetrocknet. Ne? Das sah am Freitag schon anders aus, beziehungsweise sind gar nicht mehr da jetzt. Aber für sind riesen Spurrinnen hier. Muss man echt aufpassen, dass man nichts beschädigt am Auto. Ja, hier ist noch eine kleine Pfütze, aber gut. Halb so wild. Ja, ich sitze übrigens immer noch hier im Auto, weil ich habe gerade ein Problem mit Zugang in ein bestimmtes System. Ne? Und bin hier nochmal rumbasteln. So, jetzt bin ich wieder im Gelände drin. Jetzt habe ich endlich mal einen Zugang in das Portal, das ich da benötige für die Mängelanzeige. Und jetzt gehe ich da wieder rein, brauche hier noch ein paar Daten. Und dann geht das an den Hersteller. Ja, hier bin ich wieder. War ja schon Freitag und siehe da, der Alarm ist wieder da. Ja, und jetzt muss ich hier mal ein paar Daten eingeben und dann, wie gesagt, geht es zum Hersteller. Und hier drin ist wirklich schön kühl, weil hier drin gibt es Klima, ne? Also sehr erfrischend, hier bleibe ich. Ja, bin wieder draußen, voll die Botanik hier, muss erstmal auf Zecken prüfen gleich. Wow, jetzt ist es richtig heiß hier im Auto, ne? Hat sich jetzt gut erwärmt. Ja, ich musste dann einen Haufen Updates fahren und so weiter, wenn bestimmte Portale und Anwendungen lange nicht genutzt werden. Ja, sind sie halt irgendwann veraltet und dann müssen Updates gefahren werden. Das hat jetzt echt ewig gedauert. Aber ja. Für den Moment bin ich jetzt hier mal fertig. Ja, ich bin mittlerweile natürlich wieder längst in Tuttlingen und war jetzt viel am Telefonieren jetzt auf der Rückfahrt von Singen nach Aufträgen für die nächsten Tage, weil heute war ja wieder äußerst unbefriedigend. Ja, das heißt, ich fahre jetzt wieder nach Hause und werde wieder den Handwerker raushängen. Hier bin ich noch einiges zu tun in meinem neuen Zuhause. Ne? Ich komme aber bestimmt noch mal irgendwann on.